In welcher Welt würdet ihr gerne leben? Manche fliehen in Parallelwelten, um mit der harten Realität des Krieges klarzukommen. Andere bauen sich eine Parallelwelt einfach, weil sie können und das nötige Geld und die Kontakte haben. Hallo an alle, ich bin Masha Borsunova, eure ausländische Agentin aus Russland und Reiseführerin durch die irre Welt der Propaganda. Die Kreml-Kanäle bieten dem Publikum alternative Realitäten an, in denen es keinen Krieg und keine Sanktionen gibt. Für ein paar wenige gibt es sogar traumhafte Musikkarrieren und andere Vorzüge. Heute sprechen wir über die fantastische Parallelwelt, in die die Kinder von Kremlköpfen und Kriegstreibern fliehen können. Denn während Politiker und Propagandisten immer mehr Soldaten an die Front schicken, halten sie ihre eigenen Sprösslinge von dem Krieg fern, den sie selbst befeuern. Darf ich vorstellen, Danila Shebunov, auch bekannt als Sheba. Er ist der mutmaßlich uneheliche Sohn des russischen Verteidigungsministers Sergei Shoigu. Das Team Nawalny veröffentlichte eine Recherche über ihn. Seit er 19 ist, macht er lukrative Geschäfte. Und jetzt will er auch noch in die Charts. And now he is also trying to get into music charts. Als in Russland die Mobilisierung ausgerufen wurde und die Rekrutierungsbüros tausende Russen in den Krieg schickten, wurde Sheba im Türkei-Urlaub gesichtet, den er 4 Tage vor der Mobilisierung antrat. Sheba selbst streitet die Enthüllungen ab. Und noch ein russischer Popstar, Yuri Kisilyov, alias Yukis. Hier sehen wir ihn bei einem Auftritt im größten russischen Fernsehsender 2019. Aber bevor wir sein Gesangstalent begutachten, erzähle ich euch von seinen Verdiensten. Mit nur 25 Jahren ist Yuri ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sogar von Putin für seinen Beitrag zur russischen Kultur mit einem Orden bedacht wurde. Welchen Beitrag, fragt ihr euch? Naja. He's bringing sexy back. I'm bringing sexy back. Them other boys don't know how to act. I think your special was behind your back. Yeah. So turn around and I'll pick up the slack. Mom. Mama, können wir Justin Timberlake haben? Kind, wir haben Justin Timberlake zu Hause. So. Enough. Genug mit der Folter. Es ist nicht unwichtig zu erwähnen, dass Yukis auch YouTube-Meister im Sammeln von Dislikes ist. Ihr fragt euch bestimmt, wie so etwas passieren kann. Wie kommt es zu den Orden, zu den Auszeichnungen? Es ist alles ganz einfach. Yukis Vater ist Wladimir Kisilyov. Kisilyov ist ein Putin-nahestehender Geschäftsmann und Inhaber einer der größten russischen Mediengruppen, die auch Radiostationen betreibt. Das ist genug Macht und Reichtum, um nicht nur Sexy Bag im Staatsfernsehen zu verschandeln, sondern auch um den echten Timbaland zur Beihilfe zum Cringe anzustiften. He
His father's merits. Die Verdienste von Kisseljow Senior nehmen hier noch kein Ende. Der Geschäftsmann rief eine Auszeichnung ins Leben für Soldaten, die westliche Panzer zerstört haben. Währenddessen hat sein Sohn seine Landsmänner dazu ermutigt, nicht vor der Mobilisierung wegzulaufen, sondern seinen Mann zu stehen. Sogar er selbst sei bereit gewesen, in den Krieg zu ziehen. Zwar hat ihn dort niemand gesehen, aber wahrscheinlich zählen Konzerte in den Kriegsgebieten auch schon. Guten Tag, Nikolai. Wer spricht da? Hier spricht das Rekrutierungsbüro. Haben Sie einen Moment? Können Sie sich morgen um 10 bei uns vorstellen? Ich habe kein Problem damit, meine Heimat zu verteidigen. Ich möchte bloß den Grund wissen, warum ich morgen da sein muss. Das ist nicht so einfach. Es gibt da gewisse politische Nuancen. Und das hier ist die Stimme von Nikolai Peskow, der Sohn von Putins Pressesprecher Dmitri Peskow. Oppositionelle spielten ihm einen Streich und gaben sich am Telefon als Rekrutierungsbüro aus, um ihm mitzuteilen, dass er zum Kriegsdienst einberufen wird. Ist Ihnen klar, dass mein Name Peskow ist? Da sollten Sie verstehen, dass es nicht ganz richtig wäre, wenn ich da im Rekrutierungsbüro erscheinen müsste. Ich werde das alles auf einer anderen Ebene klären. Der Sohn des Pressesprechers erklärte, dass er nicht im Rekrutierungsbüro erscheinen würde. Wenn Wladimir Wladimirowitsch mir persönlich sagt, ich soll in den Krieg ziehen, dann tue ich es. Na, dann lassen wir doch Wladimir Wladimirowitsch jeden Gefreiten persönlich bitten. Mich hat er nicht gefragt. Ich bin kein Gefreiter. Welchen Dienstgrad haben Sie denn? Wenige Monate später erzählte er stolz, er hätte als Mitglied der Wagner-Gruppe im Krieg gekämpft. As a part of the Wagner Group. Natürlich sagte er das vor dem Putschversuch. Für seinen Kriegseinsatz in der Ukraine gibt es jedoch keinerlei Belege. Lasst uns tiefer in die Welt der Propaganda eintauchen. Ihr vermisst sicher diese eine Person, die immer allen mit dem Atomschlag droht. Unter anderem Großbritannien. Great Britain. Jedes Geschenk, das auf russisches Territorium fliegt, kommt aus Großbritannien. Das sind britische Raketen. Also muss als Antwort London platt gemacht werden. Ihr kennt ihn vielleicht. Das ist Russlands Chefpropagandist Wladimir Solovyov. Ja, das ist... Keine Milinki, Sassi, Malinki, Führer! Alles schön und gut. Wäre da nicht sein Sohn Daniel, der im Vereinigten Königreich studiert hat, das sein Vater so gerne zerbomben würde. Derzeit arbeitet er als Model. So sieht er aus. Er sieht ganz gut aus. Erstmal keine Fragen an ihn. Wohl aber an seinen Vater, der Folgendes über Menschen sagt, die so aussehen wie sein Sohn. Er sieht schwul aus. Ein liberaler Schwuler. Wo steckt dieses Arschloch im wehrfähigen Alter? Was tut er für den Sieg? Er ist wohl nach Kasachstan geflohen. Wenn das keine Doppelmoral ist, was dann? Vor der Kamera schickt er die Kinder anderer an die Front, äußert sich homophob und beleidigend über ihr Aussehen. Seinen Sohn lässt er aber außen vor. Und ihr werdet es nicht glauben, aber einige seiner Kinder sind offen gegen den Krieg. Zum Beispiel seine Tochter Jekaterina Solovyova, die in den USA geboren wurde und in Moskau an feministischen Theaterstücken arbeitet. Sie äußert sich offen gegen den Krieg und ruft dazu auf, die Ukraine zu unterstützen. Alle unsere Konzerte waren immer und werden immer gegen den Krieg sein. Normalerweise kann man in Russland für solche Aussagen verhaftet werden. Aber als Jekaterina gefragt wurde, ob ihr Vater sie vorm Knast bewahren kann, verweigerte sie die Antwort. Und nur, falls ihr euch das fragt, ihr Verhältnis zum Vater ist weiterhin gut. Das war's aus der Parallelwelt von Russlands Reichen, Einflussreichen und Berühmten. Was denkt ihr? Ist es wichtig, wie sich Kinder von berühmten Kriegstreibern verhalten? Tragen sie sogar eine gewisse Verantwortung? Ich bin Mascha Borsunova, eure Reiseführerin durch die Welt der russischen Propaganda. Als ich Russland verließ, war Georgien meine erste Station. Und wie ich haben Millionen andere Russen nach Kriegsbeginn das Land verlassen. In Ländern, die bereits ihre eigenen Erfahrungen mit Putins Kriegsaggressionen gemacht haben, führt sowas natürlich zu Konflikten.
Es ist nicht geglückt, Georgien zu einer Art Zentrum für alle zu machen, die gegen Putin und den Krieg sind. Mir kommt es so vor, als seien die Russen, die gegen Putin sind, mit sich selbst noch gar nicht im Reinen. Hier in Georgien wird nur fortgesetzt, was in Russland war. Zu Beginn des Angriffs auf die Ukraine kamen tausende Russen nach Georgien, viele nach Tbilisi. Viele eröffneten hier Geschäfte, Restaurants, Bars und Clubs. In Anbetracht der Tatsache, dass aktuell 20% der Fläche Georgiens durch Russland besetzt sind, wirken solche Lokale wie eine weitere russische Ausdehnung. Die Situation wird auch nicht besser dadurch, dass neulich russische Touristen Propagandasongs in der Innenstadt gegrölt haben. So etwas wirkt sich auf uns alle aus. Das schädigt auch den Russen, die wegen genau solchen Leuten nach Georgien geflüchtet sind. Ich heiße Alisa Joffe, ich bin Künstlerin und bin in Usbekistan geboren. Bis März 2022 lebte ich in Russland. Aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg bin ich nach Georgien gezogen. Meine Arbeiten bestehen aus schwarzer Farbe auf weißem Grund und behandeln soziale und politische Themen. Ich heiße Arseniy Morozov, ich bin Sänger und Songwriter. Ich kam im März 2022 aus Russland hierher, aus Protest gegen den Angriffskrieg in die Ukraine und die Politik dieses illegitimen Regimes. Ich spiele in der Band Sonic Death und wir machen Garage Rock. Die Georgier erinnern sich noch an die Konflikte von 92 bis 93 in Abchasien und 2008 in Südossetien. Das werden sie nie vergessen. Auch deshalb gibt es hier kaum Integration. Man existiert parallel zueinander. Die Einwanderung lässt sich in zwei Wellen aufteilen. Die erste war im März 2022. Da kamen Menschen mit starker Antikriegshaltung. Die zweite war im September, nach Bekanntgabe der Mobilisierung. Da kamen Menschen, die nicht bereit waren, für das Regime zu sterben. Hier im touristischen Zentrum halten wir uns eigentlich so gut wie nie auf. Meistens sind wir in unserem Studio am Stadtrand von Tbilisi. Da fahren wir jetzt hin. Ich lebte 10 Jahre in Sewastopol, auf der Krim. Dann musste ich gehen. Das war vor der Annexion. Hör auf, Putin! Hör auf mit deinem Quatsch! Sonic Death wurde 2011 in St. Petersburg gegründet. 8 Mal sind wir durch Russland getourt. Und das Publikum rief jedes Mal, Russland wird frei sein. Das war schon fast Teil der Show. Als wir uns dann aber offen für die Ukraine einsetzten, bekamen wir überraschenderweise jede Menge hässliche Nachrichten von unseren Fans. Nein, Mann, ich höre nicht auf Sie. Sie sind manipuliert. Ab Februar 2022 haben wir uns mental immer weiter von Russland verabschiedet. Denn die Hoffnung war schnell verflogen. Ich dachte erst, alle würden kapieren, dass der Zeitpunkt gekommen sei, das Regime zu stürzen. В
In den letzten Jahren war es unmöglich, mit politischen Werken an der russischen Kunstwelt teilzunehmen. 2021 war eine Ausstellung geplant, aber es fand sich niemand, der Geld für politische Ausstellungen bereitstellen wollte. Man wollte stumm bleiben. Mir blieb also nur, meine Arbeiten in meinem Atelier auszustellen und auf Social Media zu posten. Heute spielen wir unser letztes Konzert in Georgien. Wir kommen hier an einen Endpunkt. Es herrscht ein Gefühl der Erschöpfung. Die russische Bubble hier dreht sich im Kreis. Im Grunde wollen wir nur noch weg. Ich würde gerne sagen, nieder mit dem russischen Polizeistaat. Aber dafür ist es wohl zu spät. Also werft etwas in die Spendenbox für Choose to Help und helft den Freiwilligen in der Ukraine. Wir ziehen bald nach Frankreich. Dort gibt es ein Visum für Künstler im Exil, also wie für uns gemacht, denn genau das sind wir doch. Bevor wir Georgien verlassen, möchte ich eine Serie schaffen, die der Kultur hier gewidmet ist. Das auf der Wand stellt eine landestypische Bäckerei dar, voller traditioneller Brote, jedes ein bisschen anders. Letztes Jahr hatte ich eine Ausstellung in Tbilisi. Sie hieß Kriegsverbrechen und war dem Genozid in Abchasien gewidmet. Das war mir wichtig, denn wenn hier russische Künstler ausstellen, kommen vor allem Russen. Also können sie so mehr über die Geschichte Georgiens lernen. Es kamen auch einige Georgier und sie reagierten positiv auf die Ausstellung. Da gab es keine Aggression, viel mehr Unterstützung. Arseni und ich haben noch ein virtuelles Projekt namens Xenex Tbilisi. Wir haben die Stadt gescannt und virtuell nachgebaut. Es gibt den Parlamentsplatz, Straßenübergänge, Läden für Kryptowährung, Straßenhunde, alles Mögliche, was einem als Neuling in der Stadt auffällt. Arseni hat dazu ein Album gemacht und die erste Single hieß Putin is dead. Album. Сначала вышел сингл Putin is dead. Es gehörte zu meinen Markenzeichen, auf Russisch zu singen. Ich fand immer cool, wie Rockmusik auf Russisch klang. Aber ich kann nicht mehr in dieser Vergangenheit leben, so wie die Leute, die zu unseren Shows hier in Georgien kommen. Die schwelgen in Erinnerungen, wie gut ihr Leben doch in Russland unter Putin war. Da kommen Typen und sagen, yeah, die Show 2019 war geil. Die kommen zu uns, um sich Nostalgie zu kaufen. Da habe ich keine Lust drauf. Ich lebe seit anderthalb Jahren nicht mehr dort. Trotzdem kann ich einfach nicht aufhören, mich mit Russland zu beschäftigen. Aber sowas ist destruktiv. Es macht einen krank. Wir, die gegen den Krieg sind, haben unser Land längst verloren. Es wurde uns von diesen Gopniks, von diesen Gangstern genommen. Russland tötet Menschen im eigenen Land, aber auch in benachbarten Ländern. So ist das leider gerade. Irgendwann ist mir klar geworden, dass es auch ein großes Glück ist, dass einige von uns einfach von dort ausgespuckt wurden. Dieses Land wird sich nie ändern. Das habe ich verstanden. Ich bin 37 Jahre alt und habe dort gelebt und es ist immer das Gleiche. Es gibt keine Hoffnung und es gibt absolut nichts Positives daran, heutzutage Russe zu sein. Thank you.
Vor einer halben Stunde flogen hier noch Raketen und Drohnen über Odessa. Und jetzt tanzen Leute in Discos und laufen betrunken durch die Gegend. Eine komplette Parallelwelt. Це мої кишені, в них моя трава. Люди помирають, ліків їм нема. Ходь до президента, що це за діла? Це село Концеба. Воно знаходиться. Das ist das Dorf Концеба. Es ist 3 Autostunden von Odessa entfernt. Це невеличке село. Нібито як ein kleines Dorf mit einem Bauernhof, kleinen Wäldern, Häusern am Flussufer und Feldern rundherum. І навкруги поля. Eine malerische ukrainische Realität. Es ist hier sehr gemütlich, sehr ruhig. Hallo, mein Name ist Dmitri Dokunov. Ich bin Künstler, Filmemacher und 6 Monate vor Russlands Überfall auf die Ukraine bin ich hergekommen, um hier zu leben. Unsere Gemeinde heißt Goloka. In der Community leben ungefähr 15 Menschen, darunter IT-Leute, Architekten, Designer, Filmemacher, Regisseure. Wir sind eine sehr kreative Kommune. Wir kannten uns vorher nicht, aber wir haben hier alle zueinander gefunden. Anfang 2022, als der Krieg begann, kamen viele Leute dazu, auch Freunde aus verschiedenen Städten der Ukraine, aus Odessa oder Kiew. In den 2 Häusern lebten dann 20 Menschen. Wir haben zusammen gekocht, gefrühstückt, zusammen gearbeitet, Brennholz gesammelt, zusammen gegessen. Goloka wurde kurzerhand zu einem Retreat. Einen Monat nach Beginn der Invasion wurde ich einberufen, um mein Land zu verteidigen. Ich habe vor einigen Jahren als Offizier beim Militär studiert. Wenn du die Kampfzone der Front betrittst, spürst du das körperlich. Die Zeit vergeht langsamer, Gefühle intensivieren sich, du bist nur im Moment. Im zivilen Leben versinkt man oft in Gedanken oder fantasiert vor sich hin. Aber im Krieg führt sowas zum Tod. Es sind 2 komplett verschiedene Welten. In der zivilen Welt gibt es Gesetze, Regeln, Konventionen. Doch im Krieg gibt es kaum Regeln. Es gibt die, die zu dir gehören, und es gibt die Feinde. Alles Weitere wirkt plötzlich konstruiert und irrelevant. Diese Orden sind für schwere Verletzungen. Dies ist ein eisernes Kreuz. Alles von der Cherson-Operation. Ich hatte 2 Verletzungen. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch lebe. In Cherson hatte ich ein Schädeltrauma. In Soledar kam eine weitere Kopfverletzung dazu und mein Trommelfell ist gerissen. Ich habe lange gehadert, ob ich mich hier im Dorf erholen oder so schnell wie möglich an die Front zurück sollte. Die meisten meiner Freunde verstecken sich vor dem Militär, warnen sich gegenseitig, wenn sie Einberufungsbeamte sehen. Anfangs hat mich das genervt, aber jetzt, nach all dem, was ich an der Front gesehen und erlebt habe, habe ich mehr Verständnis. Jeder hat seinen eigenen Weg. Ich hatte großes Glück, weil meine Psyche anpassungsfähiger ist. Ich habe auch immer viele meditative Übungen gemacht. Und vieles, was ich schon erlebt habe, hat mir geholfen, auch an der Front meinen inneren Frieden zu bewahren. Aber andere Leute haben ganz andere Voraussetzungen. Mit dem, was an der Front passiert, konfrontiert zu werden, mit diesen extremen psychischen Belastungen, das hält nicht jeder aus.
Nicht jeder findet einen Weg, damit umzugehen, auch weil es keine Möglichkeit gibt, sich in irgendeiner Weise darauf vorzubereiten. Die Schrecken des Kriegs sind furchtbar traumatisch. Wenn man ausreichend Raum und Ruhe hat, hat man noch bessere Chancen, sein psychisches Gleichgewicht wiederherzustellen. Deshalb möchte ich hier in der Kommune ein Rehabilitationszentrum errichten. Als eine Brücke zwischen den beiden Welten. Eine Möglichkeit, Menschen bei der Rückkehr aus dem Krieg zu helfen. Es soll hier Raum für viele verschiedene Praxen entstehen, wo Menschen sich Rehabilitationskursen, Meditationen, Körperübungen, Massagen und psychologischen Therapien unterziehen können. Denn nach dem Krieg steht vielen Soldaten ein zweiter Krieg bevor. Mit sich selbst, mit dem Schrecken, den man in sich trägt. Es ist wichtig, dass jedem bei der Rückkehr geholfen wird. Unter den Soldaten gibt es viel Unmut. Die Leute an der Front denken, wir kämpfen für euch und ihr sitzt in Cafés und schlürft eure Latte Macchiatos. Es fühlt sich surreal an, wenn man die beiden Welten vergleicht. Aber ganz ehrlich, ich denke, das ist okay. Schließlich kämpfen wir auch dafür, dass andere normal weiterleben können. So erschaffe ich meine eigene Parallelwelt. Ich schalte meine Handykamera ein und die Welt um mich herum verändert sich. In meiner Parallelwelt bin ich frei. Ich kann tragen, was ich will. Ich habe keine Angst vor urteilenden Blicken. Es ist eine Welt voller Freiheit und Selbstbestimmung. I don't want to be pretty, I want to be iconic. Hi, ich heiße Julia und man kennt mich auch als Rebel Whore. Ich bin Model, TikTokerin und Künstlerin. Mir folgen fast 400.000 Personen. Man kann sagen, dass ich mein Publikum gefunden habe. Und es kommen immer mehr dazu. Bis 2022 lebte ich in der Ukraine, in Kharkiv. Als Teenager war ich sehr introvertiert. Ich hatte keine Freunde und lebte in meiner eigenen Welt. Aber irgendwann wurde mir klar, dass es besser für mich wäre, wenn ich mich als Mensch ausdrücke und wenn ich die Aufmerksamkeit anderer auf mich lenke. Und darin habe ich mich verliebt. Meine Videos mache ich an sehr belebten Orten im Zentrum. Ich mag den Kontrast, wenn ich mich dahinstelle, anziehe, was ich will und mein Ding mache. Tanzen, performen. Ich habe eine Figur erfunden, die vor nichts und niemandem Angst hat. Ich bin kein Mensch, der sein Leid gerne nach außen trägt. Leiden gilt als Schwäche. In meiner Parallelwelt der Mode, der Stärke und der Schönheit zeige ich den Krieg in der Ukraine nicht. Denn wenn ich das täte, würde meine Kunstfigur leiden. Und letztlich auch ich. Nur wenn ich meine TikToks drehe, fühle ich mich komplett frei von all dem. Dann kann ich mich so weit wie möglich abstrahieren.
dann befinde ich mich in meiner ganz eigenen Welt. In der Realität ist es sehr schwer, mich von all dem zu befreien. Denn ich bin nicht frei. Natürlich ist meine Kunstfigur Rebel Whore besser als mein echtes Leben. Julia ist von ihrer finanziellen Lage abhängig. Julia ist von den Ereignissen in der Ukraine emotional abhängig. Und seitdem ich in Deutschland lebe, werde ich auch von dem beeinflusst, was in Deutschland passiert. Das Leben in Deutschland ist auch eine Parallelwelt für mich. Denn die Mentalität ist ganz anders als meine ukrainische. Alle meine Erfahrungen in der Ukraine haben einen großen Einfluss auf mich. Ich bin, wer ich heute bin, auch weil ich in Kharkiv geboren wurde, weil ich in meine Familie hineingeboren wurde. Das kann man nicht ablegen. Und heute glaube ich daran, dass ich alles erreichen kann, was ich will. In 2 Jahren werdet ihr mich auf den Covern der coolsten Modemagazine sehen.